Frage: Was verbirgt sich hinter folgenden Stichworten? Moderne Infrastruktur, intelligente Systeme und schnelle Prozesse. Und? Richtig, die Rede ist von der Digitalisierung. Zugegeben, es klang etwas allgemein, aber das trägt einer Eigenschaft der Digitalisierung Rechnung, ihrer umfassenden Durchdringung unserer Lebens- und Arbeitswelt. Um sich mit ihren Auswirkungen vor allem in Bildung und Wirtschaft zu befassen, hat die Industrie- und Handelskammer Magdeburg im vergangenen Jahr einen eigenen Ausschuss namens Digitale Wirtschaft gegründet. Denn einer Sache sind sich die IHKler und Unternehmer sicher. Sachsen-Anhalt belegt im Ländervergleich in Sachen Digitalisierung eher einen der hinteren Plätze. Dafür gibt es verschiedene Gründe, kann man auch ein abendfüllendes Programm mitgestalten. Aber ich denke, wir haben es jetzt selbst in der Hand und können überlegen, wie wir der Landesregierung auch ein Stück Rüstzeug mit an die Hand geben können, um diese hinteren Plätze wieder zu verlassen, sondern Sachsen-Anhalt wieder nach vorne zu entwickeln. Viele Aspekte für das schlechte Abschneiden des Landes können die Unternehmer nicht selbst beheben. Vor allem die Politik ist gefragt. Und gerade für diese sollen Forderungen und Vorschläge erstellt werden. Das muss jetzt weiter hinterlegt werden. Da müssen wir uns jetzt auch inhaltlich mit den Themen weiter noch befassen. Das sind so die nächsten Punkte, die der Ausschuss erstmal erarbeiten möchte, um dann durchaus zum Jahresende für die nächste Vollversammlung der IHK ein Forderungspapier aufgestellt zu haben, mit dem wir nach außen gehen können. Das sind dann handfeste Forderungen und Vorschläge, begründet aus Idealen und Wünschen der Ausschussmitglieder. Das klingt vielleicht etwas utopisch, die Vorstellungen dahinter sind aber gute Ideen. Ich wünsche mir ein kreatives Sachsen-Anhalt oder einen Bereich des Kammerbezirkes der IHK, wenn wir uns auf diesen Kreis, den wir jetzt hier betreuen und begleiten können. Ich wünsche mir Digitalisierung, die Spaß macht. Ich wünsche mir Lehrer, die Lust haben, damit zu arbeiten. Und ich wünsche mir Schüler, die das erkennen und daran mitarbeiten. Ortswechsel, 14. Juni 2019, IT auf dem Boot. Dahinter verbirgt sich eine Aktion der IHK, um möglichst viele Experten, Funktionsträger und Unternehmer an einen Tisch oder besser in ein Boot zu bringen. Schon zum 9. Mal waren die Ausschüsse der Kammer, Forscher und politische Vertreter eingeladen. Die Idee dahinter ist ein gemeinsamer Austausch. In kurzen Impulsvorträgen gaben Experten Denkanstöße rund um das Thema Digitalisierung. Dabei ging es auch wissenschaftlich zu, denn Hochschulvertreter wie Professor Dr. Jens Strackel-Jahn waren ebenfalls dabei. Vor allem aus Sicht der Wirtschaft steht hier die Frage, was die Hochschulen für die Digitalisierung leisten können. Na, einerseits natürlich die vornehme Aufgabe, die wir haben, indem wir Absolventen erzeugen, die mit Wissen dann hier in die Unternehmen, hoffentlich auch in Sachsen-Anhalt gehen. Das wäre eine ganz konkrete Maßnahme. Und Dinge auch vordenken. Also durchaus mal, ein 5G-Testfeld einfach mal auf dem Unigelände installieren, Erfahrungen sammeln, was kann man damit machen, Geschäftsmodelle und das dann transferieren, sodass Unternehmen davon profitieren. Das wäre ein konkreter Beitrag, der aus den Hochschulen kommen kann. Das betrifft die Möglichkeiten, aber nicht die nötigen Mittel, die der Unternehmer braucht, um seinen Betrieb zu digitalisieren. Hier gibt es schon Anlaufstellen, bei denen man sich informieren kann. Wenn man investieren will und sich zum Beispiel in einem größeren Umfang Software anschaffen möchte, gibt es Förderprogramme. Wenn man Bedarf hat an Beratung, gibt es Möglichkeiten, sich unterstützen zu lassen. Und wenn man schon eine konkrete Idee hat, wie man sein Unternehmen digitalisieren möchte, egal ob es eigene Anwendung für die Organisation ist, ob es neue Geschäftsmodelle sind, die man gerade entwickeln möchte, auch da haben wir Unterstützungsmöglichkeiten. Als Unternehmer ist man also nicht auf sich allein gestellt. Und mit einem starken Partner wie der IHK im Rücken als Ansprechpartner und Koordinator sind die Unternehmen des Kammerbezirks gut aufgestellt.